Eilzug nach Hagen, guten Morgen. Die Lokleitung hat dich an diesem heutigen Aprilmorgen 1987 für den Eilzug E3504 von Siegen nach Hagen eingeteilt. Du führst den Eilzug im ersten Teil mit deiner Bügelfalte im Abschnitt von Siegen nach Finnentrop. Der Wetterbericht für das Lennetal sagt zähe Nebel voraus. Achte bei deiner Fahrt unbedingt auf die Gegebenheiten und passe deine Fahrt entsprechend an. Rüste nun deine 110er vollständig auf und lasse die Fahrgäste einsteigen. Planmäßige Abfahrt ist 8:14 Uhr. Und somit herzlich willkommen zur Fahrt mit dem Eilzug 3504 von Siegen nach Finnentrop. Die Baureihe 110 in der blau-beigen Farbgebung und mit Scherenstromabnehmer auf dem Dach steht hier auf Gleis 4 in Siegen und muss nun erst einmal aufgerüstet werden, bevor dann anschließend die Türen freigegeben werden. Ja, und die Baureihe 110 wird hier schon mal kräftig abfotografiert. Ein Trainspotter hat sich hier auch eingefunden und macht wunderschöne Bilder von der E10 bzw. von der Baureihe 110 in der blau-beigen Farbgebung und mit dem alten Bundesbahnlogo. Ja, als allererstes wird das ZG1 eingeschalten. Die Instrumentenbeleuchtung wird eingeschalten. Im Hauptluftbehälter befinden sich 10 Bar Druck, somit muss der Luftpresser nicht gestartet werden. Anschließend werden jetzt die Zugsicherungssysteme eingeschalten. Einmal die Indusi bzw. die PCB90. Darin wird in der oberen Zugart gefahren. Prüfgeschwindigkeit 95, in dem Fall noch. Die SIFA wird eingeschalten. Die Fahrplanleuchte wird eingeschalten. Der Richtungswender wird in die Vorwärtsposition verlegt. Der Stromabnehmer ist bereits gehoben und liegt am Fahrdraht an. Die Fahrdrahtspannung von 15 kV ist vorhanden. Der Hauptschalter ist bereits eingelegt. Die Fahrmotorlifter bleiben noch aus und somit können die Türen geöffnet werden. Ja, hier sehr schön zu sehen die Baureihe 110 mit dem alten Bundesbahnlogo. Ja, und die Kollegen hier besprechen sich hier noch mit der Bahnsteigaufsicht oder mit einem, ja, weiteren Bahnmitarbeiter, der hier auch noch einige Informationen weitergibt. Und was hier auch sehr schön ist, hier wird nämlich noch die Post verladen, denn früher wurde ja noch mit der Bahn bzw. mit der Bundesbahn auch noch Post und Stückgut transportiert. Und in den MDYG wird hier noch schnell die Post eingeladen. Und das ganze Stückgut und die Postsäcke sind hier auch in den DMS-Wagen verladen. Dieser darf maximal 140 km pro Stunde schnell fahren. Ja, und hier auch nochmal ein kleiner Einblick in den Postwagen, wo dann hier eben jetzt auch die Post verladen wird. Ja, des Weiteren befinden sich die Eilzugwagen im Zugverband und die klassischen Nahverkehrswagen, also die Silberlinge, auch mit dem alten Bundesbahnlogo und im Pfauenaugenmuster. Also einmal ist im Zugverband natürlich der Postwagen, dann die Eilzugwagen oder Schnellzugwagen und dann die klassischen Nahverkehrswagen. Ja, und früher durfte man noch rauchen in den Abteilen. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, und irgendwo ist hier noch ein Martinshorn zu hören. Oh ja, hier. Hier hat es noch einen Verkehrsunfall gegeben. Ja, hoffentlich ist niemand verletzt. Alles andere ist reparierbar und ersetzbar. So, die Zustimmung zur Ausfahrt ist erteilt. HP2 mit 60 km pro Stunde. Die Türen schließen, aber der Türschließungsbefehl wird vom Führerstand noch einmal ausgegeben. Dann schließen auch wirklich alle Türen. Dann die Türe der Schnellzugwagen oder des einen Schnellzugwagens war noch geöffnet. So, Türen sind geschlossen. Die Bremse kann gelöst werden. Die Fahrmotorlüfter werden eingeschalten.
perfekt. Und dann kann die Leistung auch schon aufgeschalten werden. Ja, die I10 bzw. die Baureihe 110 verfügt ja über ein Thyristorschaltwerk. Und die Stufen werden angewählt bzw. aufgeschalten durch das Fahrstufenrad. AP2, Langsamfahrt mit 60 km pro Stunde. Nächster fahrplanmäßiger Halt ist in wenigen Minuten Siegen-Weidenau. Dann geht es jetzt erstmal in Richtung Finnentrop. Ja, man kauft das kaum, ne? Früher wurde fast die ganze Post noch mit der Bahn transportiert, damals natürlich noch mit der Bundesbahn. Jetzt geht es erstmal auf das richtige Richtungsgleis bzw. auf das Regelgleis in Fahrtrichtung Finnentrop. Ja, und für diese Zugfahrt gilt eine maximal zu fahrende Höchstgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde. Streckenkilometer 104, Hektometer 8. Eine Zugfahrt in Richtung Siegen. Nächster Halt. Siegen-Weidenau. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, eine sehr, sehr schöne Lokomotive, die E10. Die Lok wurde ja damals für die Deutsche Bundesbahn gebaut. Boah, und da dröhnen die Fahrmotorlüfter. Aber auch ein sehr, sehr schöner Zugverband, ne? Siegen-Weidenau erreicht der Eilzug 3504 auf Gleis 2. Die Türen schließen. Dann muss hier noch einmal der Türschließungsbefehl im Führerstand ausgegeben werden. Dann schließen auch die Türen der Schnellzugwagen. Wunderbar, die Bremse wird gelöst. Und dann kann wieder beschleunigt werden. Ja, da hört man schön, wie das Thyristorschaltwerk die Stufen anwählt und aufschaltet. Ja, ein schöner Zugverband.
Die E10 wurde ja erstmals 1952 gebaut und zählt ja zu dem Einheitselektrolokomotivenprogramm für den Schnellzugverkehr. Nächster Halt Hüttental, Geisweit. Ja, wichtig ist auch bei Lokomotiven mit Thyristorschaltwerk, dass gewartet werden soll, bis die Thyristorschaltwerkstufe 0 angewählt ist, also beziehungsweise dass keine Stufe aufgeschalten ist, und erst dann sollte mit dem Bremsvorgang begonnen werden. Ja, und um die Zeit, ne, wo die E10 gebaut wurde, da gab es diesen Digitalisierungswahnsinn noch gar nicht, ne? Hier findet man kein einziges digitales Display im Führerstand vor. Nächster Halt, Hüttental, Geisweit, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, auch eine sehr schöne E10. Die hier ebenfalls mit einem Eilzug unterwegs ist. Ja, zuerst wurde die Baureihe als E10 geführt und dann später als 110. Und dazu kamen natürlich noch die ganzen Unterbaureihen 112 bis 115. So, die Türen schließen. Wunderbar. Bremse wird gelöst und dann kann die Leistung wieder aufgeschalten werden. Das Ausfahrsignal signalisiert HP1. Nächster Halt Kreuztal. Ja, die Baureihe 110 war jahrelang die wichtigste Lokomotive im Schnellzugverkehr. Und dann kam ja die Bahnreform, ne? Und da wurde ja dann alles irgendwie umgemodelt. VR1, Fahrt erwarten.
Somit erreicht der Schnellzug 3504 gleich Kreuztal. Ja, Formsignale gibt es hier auf der Strecke natürlich auch, neben dem HV-Signalsystem. Und die SIFA möchte auch noch einmal quittiert werden. Das Einfahrsignal von Kreuztal signalisiert HP1. Nächster Halt Kreuztal, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und hier werden Coils transportiert, Stahlrollen. Und diese sind hier auf Schwerlastwagen verladen. Ja, und hier, oh, wird eine Baureihe 294 transportiert. Unter Polizeiaufsicht. Ha, anscheinend sieht es eher aus, als möchte jemand klauen oder so. Jawohl, Türen schließen. Nächster Halt, welchen N-Nest ist der nächste fahrplanmäßige Halt? Und das in rund 11 Kilometern Entfernung. Und es darf wieder auf maximal 120 Kilometer pro Stunde beschleunigt werden. Ja, die Dienstmasse der E10 beträgt 85 Tonnen, also schon recht ordentlich. Und die 110 darf maximal 140 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Ich meine, sie durfte auch mal 150 fahren. Eine sehr, sehr schöne Lackierung ist ja dieses Blau, ne? Von der E10. Fußballblau, ne? Oder wie sich das nannte.
Ja, und da es sich hier immer um einen Eilzug handelt, hält dieser nicht an allen Unterwegsbahnhöfen oder an allen Unterwegsstationen. Die Leistung kann etwas zurückgenommen werden, da die 120 km pro Stunde schon erreicht sind. Aber auch sehr schön fand ich früher, wo die Baureihen 110 auch vor den DP-Autozug-Garnituren angekuppelt wurden und diesen dann ja zogen oder ziehen dürften. Ja, das waren noch Zeiten, ne? Und ja, auch wie gesagt, ne, hier Postwagen. Da wurde natürlich auch früher oft oder immer die Post dann mit der Bahn transportiert. KS1. So, jetzt geht es erstmal ein bisschen den Berg hinauf. Littfeld. Ja, hier im Führerstand gibt es natürlich keine Klimaanlage oder ähnliches. Also im Winter ist es da natürlich schön muckelig warm und im Sommer kochend heiß. Denn die Fahrmotoren strahlen natürlich da auch schon ordentlich Wärme ab. Auch wenn sie natürlich durch die Lüfter gekühlt werden. So, ein Geschwindigkeitswechsel auf 100 km pro Stunde kündigt das LF6 an. So, Thyristorschaltwerk läuft auf 0 Orbe. Mit Erreichen der Zugspitze am LF7 gilt dann die vorangekündigte Geschwindigkeit und das V-Signal signalisiert VR1. Und dann erreicht der Schnellzug auch gleich Welschen Ennest. Hauptsignal mit Vorsignalfunktion. SH1, nächster Halt, Welschen Ennest, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und der Luftpresser geht wieder seiner Tätigkeit nach.
und gleicht den Druck von 10 bar im Hauptluftbehälter an. Ja, früher gab es noch Eilzüge, ne? Ja, ein bisschen später kam ja dann der Interregio, ne? Mit seinen wunderschönen blauen Wagen. Da gab es dann auch einen Steuerwagen dazu, ne? So, Türen schließen. Wunderbar. Ah, oh, der hat mal schön, ne? Ist hier, dass das Schaltwerk die Stufen aufschaltet. Und das Ausfahrsignal signalisiert HP1. Beziehungsweise KS1. Nächster Halt ist in wenigen Minuten Altenhundem. In rund 12 Kilometer sind es etwa. Ja, aber sehr schönes Wetter hier zwischen Siegen und Finnentrop. So, und jetzt geht es erstmal ein bisschen bergab. Bei Streckenkilometer 83, Hektometer 6. Aber landschaftlich ist die Strecke wirklich sehr, sehr schön gelegen, ne? Der Luftpresser gleicht wieder den Druck auf 10 bar an. Aber ich finde die Lokomotiven aus dem Einheitselektrolokomotivenprogramm schon sehr interessant. Vor allem, da wurde wirklich noch sehr, sehr gutes Fachwissen benötigt, um so eine Lokomotive fahren zu können. So, Geschwindigkeitswechsel auf 80 km pro Stunde wird angekündigt. Es geht immer noch leicht bergab. Ja, eine AFB gibt es hier nicht bei der Baureihe 110. Beziehungsweise bei den ganzen Lokomotiven aus dem Einheitselektrolokomotivenprogramm gab es sowas gar nicht. Darum sage ich ja, da war schon ein bisschen mehr Fahrgefühl gefordert.
als heutzutage. VR1. Das nächste Signal ist ein sogenannter Wiederholer. Also kein Vorsignal, sondern ein Wiederholer. Denn am Signalmast befindet sich unten keine Vorsignaltafel. Weiteres LF6 kündigt einen Geschwindigkeitswechsel auf 70 km pro Stunde an. Hier befindet sich ein daueraktiver 1000 Hz PCB-Streckenmagnet. Alles klar. Vielen Dank für die Information. Ja, Signalstörungen, die sind immer lästig, ne? Weichenstörungen, Signalstörungen. Das ist immer so ein Thema. Und da hat natürlich die Fahrdienstleitung ordentlich Druck, das Ganze dann eben wieder so zu managen, dass der Verkehr einigermaßen rollt, also der Zugverkehr. Dann geht es wieder hoch auf 90 mit Erreichen des Zugschlusses am LF7. Da, Herr Kollege. Altenhundem wird gleich erreicht. VR0, Halt erwarten. Exalt Altenhundem im Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, sehr schön. Was hier an Zugverkehr anzutreffen ist. Der 500 Hz ist aktiv. Ja, in diesen Schienenhaubenwagen sind ja
Coils geladen, also auch Stahlrollen, die aber vor Witterungseinflüssen geschützt werden sollen oder müssen. Oh, mit Schubunterstützung. Ja, die Baureihe 151 im Chromoxidgrün-Design. Ja, das war noch Zeiten. Und ganz vorne. Ja, das war der Achtungspfiff. Da stand doch auch eine 151, eine 140er. Auch eine Lokomotive aus dem Einheitselektro. Lokomotivenprogramm. So, die Türen schließen. Und der nächste Halt ist dann Grevenbrück. Der 500 Hz Leuchtmelder im Führerstand ist aktiv. Das bedeutet, es darf nun mit maximal 25 km pro Stunde minus 5 km Toleranzwert weitergefahren werden. HP1. Der 500 hat es erloschen. Dann darf auf 90 km pro Stunde wieder beschleunigt werden. Ja, einiges los hier auf der Strecke. VR1. Jetzt erstmal gleich wieder runter auf 80. HP1 VR1. Kurz vor Grevenbrück soll ja die Signalstörung vorliegen. Bin ich ja mal gespannt, wie sich das dann äußern wird oder beziehungsweise wie schnell es dann weitergeht. Rechts stehen selbst Entladewagen der Gattung FALNS. Bahnübergang ist gesichert durch eine technische Einrichtung. Also technisch gesichert, wie es so schön im Bahnjargon heißt. Mit Erreichen des Zugschlusses am LF7 geht es darauf auf 90 km pro Stunde. Es geht noch leicht bergab. Ja,
dann darf wieder auf 100 km pro Stunde beschleunigt werden. So, nächster Halt, Grevenbrück. Und das ist auch schon das Einfahrsignal von Grevenbrück. Hauptsignal mit Vorsignalfunktion, also ein sogenanntes Kombinationssignal. Nächster Halt, Grevenbrück, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Grevenbrück in Westfalen. Auch ein sehr altes Bahnhofsgebäude. So, die Türen schließen. Und der nächste Halt ist dann schon Finnentrop. So, die Türen müssten eigentlich geschlossen sein, alle. Ja, perfekt. Und dann darf auf 120 km pro Stunde wieder beschleunigt werden. KS1. Ja, die Signalstörung scheint schon behoben zu sein. Da war nicht viel zu spüren oder hatte keine großen Auswirkungen auf diese Zugfahrt. Das ist also das Allerbeste. Aber ich finde, früher war auch der Zugverkehr deutlich bunter gestaltet. Also das eingesetzte Zugmaterial.
Wenn man sich das heute anschaut, dann hat man ja nur noch dieses weiße Einheitsgedöns. So, eine weitere Zugfahrt in Richtung Siegen. Führen das ja auch eine. Oh, die schönen Autotransportwagen mit Käfer beladen. Das sah auch nach einer 140er oder einer 150er aus. Oder 151er. Jetzt in der schnellen Vorbeifahrt nicht ganz gut zu erkennen gewesen. Ein Fahrsignal von Finnentrop. Nächster Halt, Finnentrop, Ausstieg und Fahrt Richtung rechts. Und somit erreicht der Eilzug 3504 Finnentrop. Die Fahrgäste können ein- und aussteigen. Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias AW. Servus.